So, wir sind mit Carlos in der Polizeistation von Raccoon City. Dann wollen wir mal losschauen. What is this? Okay, hierfür brauchen wir eine Keycard. Können wir die benutzen? Oh! Nice! Das ist natürlich geil. Schön. Sicherheitsrichtlinien zu ID-Karten. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD Gebäudemanagement. Alles klar. Scheinbar haben wir in Raccoon City ein großes Problem mit dem Verlieren von Schlüsselelementen. So, rückwärts, oder? Das ist doch. Moment, ist hier gerade ein Licker lang geklettert? Nein, er ist nicht da draußen lang geklettert, er ist hier drin. Ach du Scheiße. Alter, ihn hat's aber finster erwischt. Oh nee. Oh, das ist eine komische Tür. Fuck. Ist schon wieder weg. Ja, hoffentlich bleibt er auch weg. Okay, geht wieder los. Traumhaft, Alter. Scheiße. Jo, die leichten Folie, ey. Ist das ekelhaft. Ach, ey. Die Dicke da. Das ist doch Kyle. Oh Mann. Nette RPD-Begrüßung. Ja, finde ich auch. Okay, ist hier auf jeden Fall verriegelt, verrammelt und verdrammelt hier. Und hier gehen wir jetzt mal rein. Cold Drinks, time for a beer. Survivors, alle tot. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach man, die Arme. Blendgranate. Nice. Blendgranate ist natürlich eine feine Sache. Okay, hier kommen wir nicht lang. Standbild. Munition. Okay. Locker. Bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Okay, ich will da nicht rennen. Irgendwas klopft da ganz gewaltig in die Tür. So, hier ist wieder komische Tür. Kann man nicht durch. So, Tamulok auf ist. Ja, das ist jetzt aber gut. Ja, da würde ich doch. Oh. Ist doch. Nix, einmal Böe eingestellt. Okay, also er hat auf jeden Fall nicht so einen Ausweichskill.
das war jetzt natürlich nicht ganz so glorreich von mir, aber naja, ja, so ist es halt. Was? Bin ich ein Noob? Okay. Okay. Mist. Verschlossen. Verschlossen. Zielfernrohr, Sturmgewehr, das ist doch eine geile Kiste. Da werden wir nochmal gleich mal sagen, Halli, hallo. Hm, nice. Da wäre eine Erinnerung wach. 20. September, Festnahmebericht. Name: Rodney Gray. Beruf: arbeitslos, ehemals Elektriker. Tatverdacht: illegale Herstellung und/oder Besitz von Sprengstoff. Schilderung: Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 1998 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz wie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf. Aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss in die Luft jagen. Oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben! Sie kommen. Sehr bald schon. Wir müssen uns beeilen. Verbrennt sie. Verbrennt die Leichen. Verbrennt sie gut! Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz: Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe schienen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfachraum verwahrt. Best Drucker, vernehmender Beamter. Okay, 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 cool, cool, cool. Gut, alles klar. Ich denke mal, wir werden uns einen kleinen Sprengsatz holen. Hey! Ah, schön, nur ein Schuss im Lauf gehabt. Das war natürlich eine blöde Sache. Das darf nicht passieren. Passiert leider viel zu oft. So, okay, hier wahrscheinlich. Komische Tür, wir kommen nicht durch. Ist hier noch irgendwas? Pistolenmunition, die nehmen wir natürlich mit. Rotes Kraut nehmen wir mit. Schade eigentlich. Ah, ich habe die Mütze vom Schädel geschossen. Tschüssikowski. Munition. Ja. Safe-Kombination. Schade.
Aufmerksame Spieler von Resident Evil 2 werden die wahrscheinlich noch kennen. Bei mir ist es leider zu lange her. Okay, alles klar, gut. Dann gehen wir mal raus. So, hier brauchen wir immer noch den Schlüssel. Allerdings können wir mal schnell eine Kräutermischung herstellen. Und dann gehen wir mal. Ganz schön krank, Kopf zu erschießen. Ja. Das ist recht. Sieht aber auch wirklich unheilschwanger aus, irgendwie. Ach, hey. Okay, gucken wir lang. Hier gibt's nichts. Das. Ach, die schöne Musik. 9.15.7, hey, könnte vielleicht der Code, der Safe-Code sein. Internes Memo. 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverlegemitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss. Von Stars Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD, Hausmeister. Wir probieren es einfach mal, oder?